Willkommen zurück zu Pokémon Gigaschild. Oh, und was ist das? Die Kronenschneelande? Du hast den Kronenpass erhalten. Zeige ihm dem Personal am Brassberry Bahnhof, um zu den Kronenschneelanden zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer voller Rätsel und legendärer Pokémon, die in den verschneiten Landen darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Aha. Das hört sich ja sehr interessant an. Ah, Brassberry Bahnhof. Okay. Auf jeden Fall kommt er jetzt hier ein bisschen früher als erwartet. Wir haben nämlich erst Ende Oktober. Eigentlich soll es irgendwie Mitte November kommen, aber haben die ja haben sich verfrüht. Ja, kann passieren. Und ihr fragt euch sicherlich, warum habe ich 6 Pikachus mit Hüten in meinem Team? Ich kann euch sagen, ich weiß es auch nicht wirklich, aber wenn ihr die haben wollt, ich kann euch ganz kurz zeigen, wie die aussehen. In der Beschreibung lasse ich euch die Codes für die. Man kann sie noch alle bekommen. Sie gehen aber nicht für immer. Was ihr dafür tun müsst, einfach die Codes in der Beschreibung seht. Ihr geht auf Geheimgeschenk. Dann Geheimgeschenk erhalten. Und dann Seriencode-Passwort empfangen. Und dann kann man hier, wenn es jetzt verbindet hat, den Code eingeben. Momentan, jetzt wo ich das gerade aufnehme, also am Release, gibt es 6. Es gibt aber noch 2 weitere später. Ich glaube, der von Sonne und Mond und dann noch ein komplett neuer. Ich weiß auch nicht mehr. So, aber ich will nicht mit 6 Pikachus losreisen. Deshalb ignoriert ihr bitte die ganzen Miraplas. Und ich würde sagen, wir tun andere Pokémon in unser Team. Das ist unser voriges Team gewesen. Die 5. Das war ein sehr tolles Team. Ja, mein anderes Team. Da sieht man es, die mit den lila Dingern. Vorne, das ist mein richtiges Team aus meinem Hauptless Play. Ich bin gerade überlegen, was ich überhaupt ins Team nehmen möchte. Zumindest fürs Erste. Oh ja, hier noch schön am Flexen. Zeraora Shiny. Für die, die den Stream gesehen haben, die wissen das bestimmt. Und ich habe gerade ein Problem, was mache ich eigentlich? Wo tue ich die nächsten Pokémon hin? Einfach hier? Nee, nehm mal. Okay. Tue ich sie einfach hier nebenan hin. Aber ich will das erste Pikachu hier oben möchte ich erstmal drin lassen. Weil ich vielleicht ja mal ein Head Pikachu im Team haben will. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass ich Galalashokick im Team haben möchte. Und vielleicht eins der neuen Legis. Aber so wirklich viel weiß ich noch nicht, wie ich mein Team gestalten möchte. Und ich mache das jetzt auch ein bisschen uncut, damit ihr seht, dass ich gar keinen Plan habe. Und alles blind ist. Und ne, ja. Ach stimmt, Sabazenta gibt es auch noch. Hier, den hier. Den gibt es auch noch. Ja, wir könnten Zeraora reintun. Why not? Ah, ich merke gerade, wir müssen Pikachu erstmal noch eine Attacke beibringen, weil diese Pikachus, die können Volt-Tackle erlernen, aber dafür muss man erstmal zum Attackenerinnerer. Ich glaube, war nicht Pokédex-Karte war das. Ja, ein bisschen lange her, als ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube, die sind in fast jedem Pokémon-Center, kann das sein? Ich fliege einfach mal hier nach Brassberry. Da müssen wir sowieso gleich hin. Und dann kann ich doch einfach ins Pokémon Center rein, oder? Das müsste funktionieren. So. An eine Attacke erinnern, ja genau. Okay. Dann nehmen wir hier Pikachu. Egal welches von den Pikachus. Alle können es erlernen. Hier, Volt-Tackle. Ich empfehle euch, lernt alle Volt-Tackle. Ist eine sehr gute Attacke. Angriff mit Elektro-Tackle. Der Anwender nimmt dabei selbst großen Schaden. Das Team wird eventuell paralysiert. Ist eine sehr starke Attacke. Muss ich nur gucken, was will ich dafür nicht haben. Mit meinem Ash-Pikachu. Was soll Ash-Pikachu haben? Also Volt-Tackle ist schon ziemlich gut. Elektro-Netz. Wenn Gegensprung mit Elektro-Netz und Sektor... Na, möchte ich nicht. Ist mir zu komplex. Ash ist nicht so komplex, okay? Was kann er eigentlich noch erlernen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns ja mal anschauen, was er noch hat. Aha. Bitterkuss? Der ist männlich. Aber okay, wenn er leider Blutkuss will. Keine Mann. Wangenrubler, okay. Aha. Donnerschock muss eigentlich, ne? So für ein Ash-Pikachu muss Donnerschock eigentlich rein, aber ist eine sehr schwache Attacke. Naja, lass mal's. Ja, alles klar. Okay. Dann auf zum Bahnhof. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich habe mich nämlich nur von den neuen Pokémon spoilern lassen, ansonsten weiß ich nichts.
Also nur das Wichtigste weiß ich. Ja, warte, wo ist der Bahnhof? Ach, der ist da unten. Ich bin in der Mitte von der Stadt, ne? Hier noch unten. Ja. Guck mal, langsam ändere ich mich. Yay. Alles klar. Muss ich mit dem reden? Guten Tag. Oh, du bist ja im Besitz eines Kronenpasses. Demnach kannst du jetzt auch zu den Kronenschneelanden reisen. Wo soll es hingehen? Zum Kronenbahnhof. Oh, wir gehen nach links? Warte, was? LOL! Okay, das ist cool. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das finde ich cool. Das ist einfach unten. Einfach eine Erweiterung für die ganze Insel. Oh, ihr müsst wissen, ich liebe Schnee. Deshalb bin ich ein klein bisschen gehypt auf diesen DLC. Ich habe Erwartungen. Muss ich zugeben. Oh, hi. Hallo, dich hat es sicher zum ersten Mal in die Kronenschneelande verschlagen, wie? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon hier in der Gegend. In letzter Zeit wurden einige uralte und seltene Pokémon in den Kronenschneelanden gesichtet. Hilfst du mir dabei, mehr über sie zu erfahren? Dafür aktualisiere ich auch deinen Pokédex. Dein Pokédex wird aktualisiert. Deinem Pokédex wurde der Kronenpokédex hinzugefügt. Viel Erfolg bei der Vervollständigung deines neuen Kronenpokédex. Falls wir das überhaupt jemals machen werden. Hi! Was ist hier bloß passiert? Da komme ich nach langer Zeit zurück in meine Heimat und alles hat sich verändert. Es ist viel kälter als früher und überall sehe ich Pokémon, die aussehen, als wären sie aus Stein. Was? Okay. Wo kommt mein Pokémon Supermarkt? Supermarkt? Habe ich überhaupt... Ja. Bälle scheine ich zu haben. Ich muss mal ganz kurz das Spiel für mich lauter machen. Ich möchte die neue Musik genießen. Ne, kauf mal ein bisschen mehr Tränke. Ich weiß halt nicht, ob ich sie brauche, aber ich bin eh reich. Ich kann mir alles leisten, wenn ich will. Ja. Ich komme später einfach vorbei, wenn ich was brauche. Ja, ciao. Ui. Schön, schön. Ich muss sagen, die Rüstungsinsel hat mir mehr gefallen als das Hauptspiel. Und deshalb habe ich jetzt Erwartungen für den zweiten DLC. Mann, du bist ja wie eine Klette! Hör endlich auf, mir dauernd nachzurennen, Dad! Achso, das war ein Mädchen. Ja, kann man ja nicht wissen! Boah. Ich will einfach nur in Ruhe in deiner Riesennest auf ein Dynamax-Abenteuer gehen. Und zwar allein! Ich kann es kaum erwarten, gegen jede Menge seltene Dynamax-Pokémon zu kämpfen. Keine Sorge. Dein cooler Papa hier hat ein noch viel spannenderes Abenteuer in petto. Du wirst so viel Spaß haben, dass du dich am liebsten selbst deiner maximieren würdest. Danke, aber nein, danke. Geh mir nicht auf den Zeiger. Alles okay mit euch beiden? Na gut, wenn du nicht zur Vernunft kommst, schrei ich eben so lange herum, bis du nachgibst. Hast du Hirnfrost? Das wäre ja oberpeinlich. Hey, hallo, du da drüben. Dieser alte Störkopf will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Kannst du mir helfen? Ja. Klasse, könntest du ihm dann für mich eine gehörige Abfuhr erteilen? Hör mal, Mädel. Mir gefällt zwar nicht, dass du deine Nase in Angelegenheiten steckst, die dich nichts angehen. Aber vielleicht bringt es die junge Dame ja zur Vernunft, wenn ich dich im Kampf besiege. Ich bin Pioni. Und du bist naiv, wenn du denkst, auch nur den Hauch einer Chance gegen meine stahlharten Attacken zu haben. Scheiße, ich hab nur Pikachu und Serora im Team. Ich hab mein Team gar nicht aufgebaut. Wir kämpfen einfach mit random Pokémon, die ich gerade noch zur Verfügung hab. Katina Raya. So einer bist du also. Machst du hier den Bösewichten aus dem Hauptspiel nach. Tja, ganz schön mutig, dich einfach zu einem ehemaligen Abenteurer irgendwie, ne? Level 70. Ja, komm. Serora! Shiny! Konnte man für eine Zeit lang bekommen. Und jetzt nicht mehr. Hehehe. Pferdestärke. Er ist so stark wie ein Pferd. Oh nein. Das macht Aua. Und Aua ist nicht schön.
Vor allem auch sehr viel Damage, weil er sehr effektiv ist. Und ist gerade ein bisschen blöd, weil es ist mein einziges Pokémon. Wenn ich jetzt down gehe, ist er sehr peinlich. Aber gut, ich. Das war ja auch meine Schuld. Ich hätte vielleicht 6 Pokémon reintun sollen, aber. Keine Ahnung. Komm, machen wir Nachkampf. Reicht. Sollte down gehen. Ja, mit Level 100 geht eigentlich jedes Pokémon down. Hut ab, du, das hat gesessen, aber jetzt sind wir an der Reihe, pass auf. Okay. Wenn du das sagst. Der Theme ist interessant. Nice, Level 30, Slam. Du willst Slam erlernen. Ja, okay, kannst du gerne machen. So ein kleines Pikachu einfach mit einem Hut im Team. Der Theme ist nicht schlecht. Stolos? Wann hab ich zuletzt einen Stolos gesehen? Und Stahl-Pokémon beißt du dir die Zähne aus. Je mehr sie einstecken, desto härter werden sie. Ah, ich weiß wo. In meinem Pokémon Silber-Let's Play, was momentan noch läuft. Leute, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal Stolos kaputt hauen. Als ob's überlebt. Robustheit, oder? Locker Robustheit. Ja, scheiße, ich bin tot. Ich hätte gerade noch Ruckzuck-Keep. Scheiße. Komm, sei leise mit deiner freaking Beere. Oh, verfehlt. Tja, triffst du wohl mein Shiny Zeraora nicht, was? Ich muss dringend mein Team wechseln, ey. Feuerfeger! Und gewonnen! Was? Pikachu hat schon Erfahrungspunkte? Ach, es ging ja in dem Spiel alle. Ich wollte gerade rausswitchen. Lol. Ladungsstoß. Aha. Ladungsstoß hört sich nice an. Ah, ist aber schwächer als Donnerblitz, du, ne? Dann lieber nicht. Oh yeah, Pioni! Oha, da habe ich den Mund voll genommen. Tja, darfst du nicht so viel essen, ne? Dass nicht mal derart von einem jungen Mädchen platt gemacht werden würde. Hm? Mila ist weg! Wo steckt meine Tochter? Ist das echt deine Tochter? Aber klar doch! Was ist das denn für eine Frage? Ich bin extra mit Mila hergekommen, um unseren längst überfälligen Vater-Tochter-Ausflug in Angriff zu nehmen, aber sie hat offenbar so wenig Bock darauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt, nur um die Kurve kratzen zu können. Tahaha, so kenne ich meine Mila. Das ist ihre ganze persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Bestimmt. So ist sie eben, meine liebe Tochter. Ein echtes Goldstück, oder? Aber wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine mit Herzblut geplante, legendäre Expedition starten. Moment, hatte sie nicht gesagt, sie wollte zu einem Dünar-Riesennest gehen oder so? Ha, sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, hast gut gekämpft. Man sieht sich, stahlharter Trainer. Warum erinnert mich ein bisschen an Hopp? Das macht mir Angst. Ja. Wir sollten vielleicht mal 6 Pokémon im Team haben. So, hier ein kleiner Shortcut für die, die es nicht wissen. So, Bisaflor ist ja toll. Gifbro wird ersetzt. Zahnpasta können wir auch rein tun. Schlapfel. Wulaoso ist ein bisschen OP, ich weiß nicht. Wir können da schon mal Bisaflor rein tun, ne? Bisaflor ist ein tolles Pokémon. Mhm. Gifbro leider nicht mehr, einfach weil es jetzt. Das ist Lamus und es gibt jetzt Lashoking und ich würde gerne Lashoking im Team haben. Wir können so einen Mix machen zwischen beiden Teams hier so. Oh, it's Showtime, baby! Könnten wir machen, theoretisch. Soll ich das machen? Oh, Kursi, Kursi muss rein! Das ist Schneelande hier! Ja, du kannst doch rein, Zeraora tue ich dann raus. Ist ein bisschen OP, merke ich. Und falls ihr euch wundert, warum ich fast gar keine Pokémon habe, liegt einfach daran, dass ich das Spiel nicht wirklich spiele. Vielleicht irgendwann sammle ich die. Das sind alles einfach Pokémon, die ich random gefangen habe. Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken.
wegen den Pokémon, die ich jetzt reinnehme ins Team. Aber ich glaube, das passt so. Ich könnte Pony vielleicht noch reintun. Na komm, tun wir Pony rein. So. Dass wir zumindest erstmal ein bisschen was haben hier im Team. Aber guckt euch Pikachu an, ist das nicht süß? Mit der Kappe. Das ist toll. Okay, und hier sind wir nun am Anfang unseres zweiten DLCs-Abenteuers. Oh yeah, und wenn ich den durch habe, werden wir noch die ganzen Bonus-Sachen machen. Denn es gibt noch ein bisschen Bonus-Content, auch im Hauptgame, den ich noch nicht gezeigt habe. Und da werde ich gucken, dass ich den auch noch mache, falls ihr euch dafür interessiert. Hier sehe ich schon mal ein paar Keifel. Was macht Wablu hier? Oh, Rosanna. Cool, cool. Schön Eis-Pokémon zeigen. Schön, dass Eis-Pokémon auch mal ihre Liebe hier gezeigt bekommen. Das finde ich nice. Ich muss sagen, auf mein erster Einblick hier, das sieht schon ganz nett aus. Also, ich habe Erwartungen, wie ich schon bereits öfters sagte. Und ihr wisst es, ich mache zwei Tage an einem Tag, zwei Videos an einem Tag mit 30 Minuten Content pro Video, dass ihr schön ganz viel hiervon sehen könnt. Und ich habe einen Schneeball erhalten, super. Das verstärkt wahrscheinlich Eisattacken oder so. Und kurzen Looky Looky auf die Kati. Denn wir kommen gerade wirklich einfach von Fullogam hier rüber. Es gibt hier oben den Kronentempel. Hier ist der Schneegipfelpfad. Aufstiegstunnel. Schneeschlucht. Soweit ich weiß, ist es hier ganz linear. Deshalb rauschende Höhlen. Dreiwegpass. Aha. Sohle des Giganten. Okay. Hier ist es dann nicht mehr schneehaft. Ballseehöhle. Hügel des Dünerbaums. Ballseeufer. Uralter Friedhof. Bett des Giganten. Also gibt es wirklich viel zu erkunden. Frostfeld. Freestyle. Und wir sind gerade in Schlitterfeld. Ja, wir werden es auf jeden Fall ein bisschen erkunden. Ich habe jetzt schon verloren, wo ich sind. Nein, wir sind da. Okay, alles klar. Nice. Ich glaube, das ist auch mal Gaga, heißt das, glaube ich. Ich bin Gaga. Was? Das ist Boomen? Lol. Kann jetzt Nom Nom fangen? Ein bisschen overratedes Pokémon, wie ich finde. Pika! Ist der B70, oder? Oh, Flur, bitte? Bitte, bitte? Danke. Ich soll vielleicht nicht Pikachu vorne haben. Nicht, dass es auszusehen dann gleich stirbt. Tun wir lieber was anderes nach vorne. Hier, Kursi ist am wenigsten gelevelt. Kann gerne Kursi nach vorne. Warum nicht? Schrägrauch. Das finde ich schräg, das, was sie findet. Oder waren wir da schon? Ja, oder? Ja. Okay. Versuche ich jetzt in der ersten Folge noch ein bisschen viel noch zu zeigen. Oh. Zum Beispiel das dort hinten. Das Peony. Das hier ist also dieses Dünar-Riesennest, ja? Da drin kämpft mein Töchterlein also gerade gegen seltene Dynamax-Pokémon und hat jede Menge Spaß dabei. Hä? Oh, du bist doch die von hier vorhin. Du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Danke, Peony. Also dann, volle Kraft voraus. Keine Sorge, Mila, Papa ist direkt hinter dir. Habt nicht zu viel Spaß ohne mich. Ja. Hey Kids, I'm cool. Oh, hi Mamute. Das ist schön, dass du hier bist, aber es ist traurig, dass du so verdammt klein bist. Warum ist Mamute klein, Leute? Ich hab gedacht, das wäre doppelt so groß. Und es läuft auf der Stelle. Nee, also das ist Beleidigung. Und meine Pokémon laufen mir nicht mehr hinterher im DLC-Bereich. Vielleicht noch später, aber gerade nicht. Super, okay. Schon ein paar Downgrades. Aber was ist das hier denn eigentlich? Da wollen wir doch mal rein. Was ist denn das? Dünar-Riesennest. Nein, nein, und nochmals nein. Ich bitte Sie, das gilt so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter ist doch da drin. Das mag sein, aber... Aber was? Ich brauch auch bei... Ich mach auch bei diesem... Abenteuer-Dings da mit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte Abenteurer von allen. Wie ich Ihnen nun schon mal mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Oh, du bist wirklich gekommen. Tag auch.
Ich bekomme hier eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forscherin da will mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll hier der Sturkopf sein? Ich habe es Ihnen schon oft genug erklärt, aber Sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Dynamax-Abenteuer sind ein äußerst gefährliches Unterfangen und... Grrr, dieses wissenschaftliche Palaver macht mich wahnsinnig. Wir drehen uns die ganze Zeit nur im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du dir meine Erklärung anhören? Dann könnte ich euch zusammen durchlassen. Aha, endlich gibt sie mal was von sich, das Hand und Fuß hat. Wärst du so nett, dir ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen, okay? Klar, natürlich. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Hallo? Pokémon sind mir bei meiner Forschung eine große Hilfe. Ja. Keine Käfer, keine UFO-Käfer. Ich kann dir fantastische Waren im Tausch gegen Dünaerz anbieten. Aber wir haben noch Dünaerz, oder? Nein? Haben wir alles schon ausgegeben? Oder gibt es neues Dünaerz? Oha! Ultra... Warte, was? Es gibt Ultrabestien? Wow, es gibt Ultrabestien. Cool. Das wusste ich nicht. Ach, Rüstungerz und Dünaerz ist beides was anderes. Ah, okay. Möchtest du mir meine Erklärung zu Dynamax-Abenteuern anhören? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du warst was gut bei mir. Gut, dann beginne ich mit der Erklärung. Das Dünnerriesennest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galar-Region nicht zu Gesicht bekommt. Dynamax-Abenteuer! Schließ dich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkunde das rätselhafte Dünnerriesennest. In den Tiefen des Nests wartet ein legendäres Pokémon auf dich, ein Giratina vielleicht. Die Dynamax-Abenteuer bestreitest du an der Seite eines geliehenen Pokémon. Zu Beginn des Abenteuers muss daher jeder Spieler ein Light-Pokémon auswählen. Oh, das ist cool! Das ist ein bisschen wie Diamant-Perl. Hints. Im Inneren des Dünnerriesennests gibt es etliche Abzweigungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen Trainern für einen Weg und tritt dann gegen die dortigen Pokémon in Dünner-Raids an. Fängst du ein Pokémon, kannst du es gegen deinen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen. Eure eigenen Pokémon laufen dort leider Gefahr, durch die hohe Konzentration an Galapartikeln außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leih-Pokémon an, deren Resistenz gegenüber Galapartikeln sie vor diesem Schicksal bewahrt. Ah, jetzt schnall ich's! Wir sollen uns drei Pokémon-Partikel ausleihen, um damit so richtig aus Kontrolle zu geraten und deine Trainer fangen zu können. Weiter können Sie nicht daneben liegen, guter Mann. Dort drin ist es gefährlich, also halten Sie sich bitte an die Regeln. So richtig blicke ich immer noch nicht durch, aber spannend klingt das allemal. Also gut, die komplizierten Erklärungen spare ich mir jetzt mal. Ich sehe mir das lieber mit eigenen Augen an. Halte durch, Mila, dein Papa ist bald da. Moment, das können Sie doch nicht einfach... Das ist zu gefährlich. Was ist nur mit diesem Mann gefahren? Und warum ändert sich mein Gesicht so an Präsident Rose? Ja, das dachte ich mir auch. Der sieht ein bisschen aus wie Rose. Falls du ihm nachlaufen möchtest, nein, das solltest du nicht. Aber falls du dich an deiner Rechtsabenteuer stützen möchtest, lass es mich wissen. Ja, möchte ich gerne. Jetzt hast du mich sowas von vollgelabert, jetzt will ich. Ja. Ja, okay, speichert mein Spiel. Kannst du gerne machen. Da das dein erstes Dynamax-Abenteuer ist, solltest du dich zunächst allein daran versuchen, um dir die Regeln einzuprägen. Okay. Allein kämpfen. Leih dir ein Pokémon aus! Goofer? Wolverock? Oh, ich liebe Costurso. Ich will Costurso haben. Warum kriegen die jetzt andere Pokémon ins Gesicht? Warum kann ich jetzt nicht sowas nehmen wie Deponitox oder so? Okay. Egal. Ach, das ist es! Aus dem Nest scheint eine starke Energie des Typs Wasser? Palkia? Alpollo oder Rex Blizzard? Rex Blizzard. Weil Alpollo ist Geist und ich bin Typ normal. Wir haben noch das Outfit vom letzten DLC. Aber ändert sich das nicht irgendwie? Wann haben wir denn neue Klamotten bekommen?
sonst können wir auch so rumlaufen, ist ja auch nicht so schlimm. Okay. So, mein Freund, es wird Zeit, dich kaputt zu hauen. Das macht am meisten Damage. Dann machen wir das. Ich kann euch nicht sagen, wie lange wir das jetzt noch brauchen. Wir sind jetzt bei Folge 56. Und vielleicht bis 70? Ich schätze nur. Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja voll easy. Oder Death Shield. Nee? Nö. Dann ist er tot. Ja, GG. Nee, er lebt. Okay. So, schön, dass wir Initiative senken. Das, was Rex bis am meisten braucht. Vergiftet. Das ist doch schön. Mit anzusehen. So. Einmal draufhauen. Oh, und schon tot. Nice, gut gemacht, Wolfrock. Kann man es fangen? Oh, man kann es fangen. Klar, warum nicht? Ne? Ich nehme geschenkte Pokémon gerne an, ne? Wenn ihr da draußen nicht Pokémon schenken wollt, ne? Also, außer die sind gehackt. Oh, Superfang? War das gerade ein Superfang? Lol. Das ist, glaube ich, Superfang, oder? Was? Ich kann beide ins Team aufnehmen oder jetzt nur Rex Blizzard? Nee, Rex Blizzard nur. Ach so, benutzen! Nee. Warte, besitze ich das jetzt nicht? Das ist kompliziert. Das ist Wasser. Was? Ich habe gar nichts gemacht? Warum geht jetzt einfach Elektro? Hä? Ich habe nur A gedrückt, damit die Sequenz weggeht. Okay, dann random, was kommt? Ja. Voltula. Ne, warum nicht? Mir egal. Die ist blöd. Als einfach so für mich entschieden hat. Super. Ach, schade. Ich mache einfach Gigastoß, oder? Meine AP gehen aber auch weg. Ah. Okay. Ja, Wolfrock ist aber, wie ihr sehen könnt, eigentlich die beste Wahl gerade. Rip Goofer. Elektrofeld aktiviert, ja. Bam, 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 bam. Seine arme Zungenhand. Es funktioniert einfach ganz normal wie ein normaler Raid, aber... Ja. Ne? Nein, danke. Ich krieg's ja sowieso nicht. Dann macht's keinen Sinn, es zu fangen. Dann kann's gerne abhauen. Aha. Oh, gibt's Trainerkämpfe? Oh, no. Hier gibt's Trainerkämpfe. Ist da voll mit. Warum geht die Kamera nach oben? Ich kann doch nicht gucken. Was ist denn da los? Ah, oh, ich muss manuell. Ja, fair. Ja, geht da lang. Kampf, keine Ahnung. Was passiert hier gerade? Oder rechts hätten wir... Nee, keine Ahnung, was wir hätten. Items. Überreste ist ganz gut. Guck mal, Überreste. Oh, schön. Sehr nett. Das ist ein Trainer. Nee, wir helfen nur. Wasserlegi. Palkia würde mir jetzt einfallen. Vielleicht Lugia? Sekun? Salz? Wasser? Ah, ein Karokto. Okay. Karokto ist, glaube ich, Wasserkampf, ne? Ungefähr. Wir machen noch in dieser Folge das Abenteuer hier. Denn ich möchte jetzt hier ungern cutten. Das wäre ein bisschen blöd. Machen wir halt die erste Folge des DLCs jetzt ein bisschen länger, ne? Erste Folge kann man ein bisschen länger machen immer. Ich sehe das hier auch als erste Folge und nicht als
wirklich ein Anhang, obwohl es eher ein Anhang ist mit Display. Weil wir mussten so lange drauf warten, bis ich das Display weitermachen konnte. Ah, ich kann nicht weiterhelfen. Okay. Ich hoffe, die anderen kriegen das auch hin. Aber die machen keinen schlechten Job. Ich finde Dino Raids und sowas eigentlich ziemlich langweilig. Allgemein die Naturzone im Hauptgame war sau langweilig. Ich habe sie gehasst. Aber im DLC war sie ganz nett, muss ich zugeben. Im DLC war die Naturzone ganz nett. Also die war jetzt nicht schlecht. Bulbarok ist ja MVP, wie man sehen kann. Jetzt steht das bei jedem, bla bla, will niemand sehen. Wir haben es verstanden, warum steht nicht einfach Angriff von allen gestärkt? Nö, Angriff von denen gestärkt, Angriff von denen gestärkt, Angriff von denen gestärkt. Will man nicht wegskippen. Und geschafft. So. Und nun, welches Legi kriege ich zu Gesicht? Und kann ich aufs Thumbnail packen, was ihr wahrscheinlich schon längst gesehen habt. Juhu! Es wird wer sein? Ist es wer? Ist es wer? Ich sag Palkia. Sekunde! Cool! Kann man die eigentlich so oft fangen, wie man will, die Legis hier? Ich könnte sie gerne traden. Ich habe sowieso zwei Sekunden, glaube ich. Müsste ich eigentlich von Kristall noch eins haben und dann noch eins von woanders. So, eigentlich. Von Omega Rubin einfach Saphir mit Dornen habe. Also habe ich zwei ungefähr. Vielleicht auch noch eins von Silber. Keine Ahnung. Ich fahre einfach mal drauf. Und dann versuche ich es am Ende zu fangen. Turbo-Tempo, stimmt. Das hat Turbo-Tempo, das Ding. Ah, lustig. So, Elektro ist natürlich sehr gut hier. Ich finde es gut, dass Bulbarok nicht gewechselt hat. So, jetzt komme ich dran. Okay, das tankt aber richtig. Das ist ein richtiger Kampf jetzt hier. Nicht nur so eine Zwischenstopp, jetzt ein richtiger Battle. Der hält aus. Ich hatte noch ein Shield. Wir wissen es nicht. So wie in Pokémon Shield, Giga Shield, ne? Black to Ball. So, die Hälfte ist down. Nice. Sondersensor. Oh Mann. Nice, nice. Alle machen schön Damage. Freut, Treffer sogar. Kommt schon, die schafft das. Ja, ich kann mich nicht bewegen, leider. Aber jetzt kann ich mich wieder bewegen. Risikotackle. Aua. Ist nicht nett. Wieso das so zweimal? Na, zumindest geht niemand down. Brauchen nämlich gerade alle. Nein, Voltula, greife ich nicht selbst an. Muss angreifen. Nicht die Jaula. Oh. Bläh, 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 bläh. Bläh, bläh, bläh. Ja, ja, schon klar. Soundclaw. Krass, Rutsche. Komm schon, jetzt geh down, Mann. Die already. Yes. Er ist down. Suicune wurde besiegt und kann nun gefangen werden. Wir versuchen's mal. Komm schon. Drückt mir die Daumen, Leute. Ich will das Suicune. Einfach aus Prinzip. Es ist ein Legi. Warum soll ich's nicht wollen? Kann man hier Shiny hunten eigentlich? Das wäre cool. Oder sind die Shiny locked? Eins. Zwei. Drei. Komm schon, bleib drin, bleib drin. Yes. Woo. Suicune wurde gefangen. Yeah. Ah, jetzt darf man sich ein Pokémon. Ja, pff, ich möchte Rex Blizzard haben. So. Der Kuhn muss jetzt meins. Oh, 9 Dünererz. Nice. Nicht. Nee, kein Bock. Fällt nichts an. Nee, nicht. Aber wo war denn jetzt die Mila?
Na, wo sind wir hier? Einfach auf dem Battlefield. Hallo, Smida. Hey, dich kenne ich doch. Bist du etwa auch für ein Dynamax-Abenteuer hier? Dann liegen wir zwei ja übelst auf einer Wellenlänge. Ich bin übrigens Mila. Und du heißt? Ich finde, die hat viel zu viel Make-up. Oder was bei dir? Ich weiß nicht, sie kommt mir ein bisschen unsympathisch rüber. Ich bin Maike. Der Name passt ja richtig gut zu dir. Kompliment an deine Eltern. Was? Mein Dad ist auch hier? Ich habe ihn nirgendwo gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn er aus Versehen wieder zum Eingang zurückgeratscht ist. Ach ja, tut mir voll leid, dass ich dich vorhin benutzt habe, um ihn abzulenken. Der kann manchmal echt nervig sein. Wie ging es mit euch zwar eigentlich weiter? Echt? Du hast gegen meinen Dad gewonnen? Er war mal Arena-Leiter, weißt du? Selbst wenn er gerade Urlaub macht, ist ein Kampf gegen ihn alles andere als einfach. Hat er dir erzählt, warum er mit mir hergekommen ist? So hebelig wie er gerade ist, konnte er es bestimmt nicht für sich behalten. Er will mit mir auf eine legendäre Expedition gehen, bei der wir geschiedene Legenden dieser Gegend erkunden, bla bla. Voll der Müll. Jetzt würde ich mit meinem Alter noch brav Hand in Hand mit Papi eine Abenteuertour machen. Ist das voll peinlich. Außerdem würde ich eh viel lieber gegen krasse Dynamax-Pokémon kämpfen. Dieses Gefühl, wenn man gegenüber jetzt riesige Pokémon kämpft. Allein schon bei der Vorstellung kriege ich ein krasses Kribbeln im Bauch. Okay. Aber klar doch, ich hab die Idee. Du scheinst ja ein akzeptabler Trainer zu sein. Alten auf diese Expedition. Achso, warum gehst du nicht einfach mit meinem Alten auf diese Expedition? Klingt gut. Ja. Und wie es das tut, eine richtig gute Idee, wenn ich mich mal selbst loben darf. Es würde mir schon ein bisschen leid tun, ihn allein zu lassen, wo er sich doch so darauf gefreut hat. Und sieh es mal so, du kriegst vielleicht die Gelegenheit, einem legendären Pokémon zu begegnen. Ich komme danach, wenn ich mich im Dünner-Riesenes ausgetobt habe. Okay. Geht jetzt zwei ruhig schon mal auf eure legendäre Expedition. Los, los! Du kannst meinem Dad ja unseren Schlachtplan erklären. Danke! Aber wenn ich jetzt mal hier aufhören darf in der nächsten Folge. Hey! Ich war auch noch schnell Screentime! Nö.